Hallo, Brian hier vom VG Bob Channel, diesmal mit der zweiten Episode von Octopath Traveler, der Demo, der Prolog-Demo. Und ja, ich höre, beziehungsweise ich fange genau dort an, wo ich aufgehört habe, denn ich möchte, wie gesagt, nichts von meiner precious Demo-Zeit verschwenden, denn ich habe nur 3 Stunden. Deswegen geht es jetzt direkt weiter hier mit Octopath. Wir haben eben unseren Wein geklaut gekriegt, den wir uns hart erhandelt haben. Und das lassen wir nicht auf uns sitzen, sage ich. Hello there. Going somewhere, lass? Oh, Captain. Ja, das ist es, aber was sollen wir tun? Wir können uns das doch nicht gefallen lassen. Ja, so sieht es aus. Nein, eigentlich nicht. Das ist allerdings eine Sache, die ich habe. Ich habe einen Speer. Ja, ich... Ja, genau. Das sehe ich nämlich ja genau so. Ja, unsere Honor, die wollen wir bewahren. A fine choice of words, lass. Der Captain, er wird mich nicht stoppen. Ah, er möchte mir helfen. Let me help. How so? I'm willing to part with some of my wires if you think they'll prove useful on your journey. If there's something that catches your eye, consider it yours for the right price, of course. Aha, das heißt, ihn kann ich wohl jetzt auch bemerchanten. Ein Deal. Da gucken wir doch gleich mal, was der nette Herr Captain hat. Nachdem ich gespeichert habe. Genau. Yes, das wollen wir gerne. Save successful. Ihn kann ich gerade nicht bemerchen. Nix for purchase. Aber diese anderen 3 netten Herren, was können die mir anbieten? Sleepweed und Healing Grape. Ja, das möchte ich gerne haben. Ich kaufe mich einfach mal voll. Ah, und damit ist er auch... Ach, das war ein Test! Aha. Okay. Das war jetzt also... Okay. Why are you helping me? Because my eye tells me to do so. As a fellow merchant, I'm sure you understand. We appraise with our eyes, and mine tell me that there's something special about you. I see. Thank you, Captain. Und off we go. Aha. Das heißt, das ist jetzt einer der Pläne und ich bin jetzt ein bisschen reingerutscht. That should do the trick. Now make a special delivery to the caves of Maya. Ja, genau. You never know when danger might strike, so be sure to save often. Keep an eye out for this monument. Okay, also gibt es jetzt scheinbar keinen NPC mehr, der es tut, sondern einfach dieses Monument. Oh well, passiert. Jetzt ist natürlich schade, dass ich jetzt nicht die anderen Optionen mir angeguckt habe, aber so ist das dann halt. Schade. Beim nächsten Mal, wenn ich es vernünftig spiele, sag ich mal, werde ich mehr Acht drauf geben.
Nun gut, wir gucken weiter. Diese Frau habe ich bereits, glaube ich, ja, nicht ausgenommen, aber ich kann halt das andere Ding nicht kaufen. Okay. Danger Level 1. So. Ich muss einfach nochmal sagen, es sieht einfach bildhübsch aus, ne? Es ist alles wie ein Diorama. Man läuft und es ist einfach das glänzende Wasser, das auch doch relativ schön animiert aussieht für... Oh! Kampf! Open for business, schön! Aha! Battle Basics, Breaking Enemies. Exploit your foe's weaknesses to turn the tide of battle in your favor. Attack your foe's weak point to lower their shield points. Reduce shield points to zero to break your foe. Ja. Genau, da steht es immer. Tresser kann Speere, Bögen und Wind-Abilities benutzen. Und das können wir jetzt einfach mal ausprobieren. Das Ding ist, wie ihr hier seht, ich habe mehrere Sachen, die ich tun kann. Ne? Ich kann attackieren, ich kann meine Merchant Skills benutzen, ich habe Items, ich kann defenden und ich kann flüchten. Wenn ihr oben in die rechte Ecke guckt, seht ihr, dass ich diese tolle Leiste mit 5 Punkten habe. Dort sind momentan 2 am Leuchten. Diese kann ich benutzen, um mich zu boosten. Ihr seht, sie verschwinden, wenn ich jetzt L oder R drücke quasi. Und was passiert ist, ich kann quasi meine Attacken boosten. In diesem Fall ist es sogar so, dass ich, wenn ich jetzt 2 oder 3 Mal mache, dann greife ich auch 3 Mal mit dieser Waffe an. Bei den Skills ist es ein bisschen anders. Wenn ich hier Collect mache, dann wird es Level 3, wie ihr seht, oder Level 2 Collect. Die Sachen werden mächtiger, aber sie treffen nicht zwingend öfters. Das wird gleich insofern wichtig, als dass das Break-System darauf basiert, wie oft man trifft. In einer gewissen Form und Weise. Wie ihr oben insgesamt sehen könnt, sieht man quasi Reihenfolge, in der hier gebattelt wird. Das heißt, diese Runde greife ich zuerst an und danach mein Gegner. Und danach kommt der nächste Turn, wo ich wieder dran bin. Das sieht man dort in der Mitte oben. Und dann wieder mein Gegner. Nun gibt es aber dieses nette Shield, was ihr dort vielleicht auch unter dem Gegner fliegen seht, wo eine 1 drauf ist. Das soll heißen, dieser Gegner hat ein Shield Point. Wenn ich jetzt eine Attacke benutze, gegen die er vulnerable ist, und ich kann leider noch nicht erkennen, gegen welche Attacken er vulnerable ist, also schwach, zerstöre ich sein Schild. Also beziehungsweise, wenn er dort in seinem Schild 2 oder 3 stehen hätte, müsste ich ihn 3 Mal mit Sachen treffen, die er nicht abkann. Also gegen die er schwach ist. Ich werde jetzt einfach mal ausprobieren, ob Pole Arms funktionieren. Und ich habe Glück. Ich habe ihn gebreakt. Und wie ihr nun seht, ja, enter Boost Mode to augment your powers. Jetzt kann ich nämlich das eben, was ich gerade gemacht habe, für mich verwenden. Press the R button to enter Boost Mode. Und dafür muss man Boost Points ausgeben. Boost Points erlange ich, indem ich einen Turn lang sie nicht verwende. Das soll heißen, wenn ich sie nicht benutze, die Boost Points, dann kriege ich im nächsten Turn einen Boost Point dazu. Sollte ich jetzt allerdings meine Boost Points verwenden, wie zum Beispiel 4, also ich kann 4-fach Maximum benutzen, auch wenn ich 5 sammeln kann. Ich werde jetzt, wenn ich das hier mache, nächsten Turn keinen Boost Point verdienen, wenn ich das richtig weiß. Ich will mal probieren, was Collect ist. Collect money from a single foe. Und ja, we won't hold back. Wir benutzen all unsere 4 Punkte. Chance of Success 100. Und ich habe 40 Coins gestohlen. Jetzt ist mein Gegner wieder dran und diesmal zuerst. Und er hat mich auch getroffen. Denn wenn ein Foe broken ist, so greift er die nächste Runde nicht an. Wie ihr jetzt wahrscheinlich sehen werdet, wenn ich das hier tue. Und beziehungsweise ich probiere mal meinen Bogen aus. Man kann die Waffen on the fly wechseln. Und jetzt benutze ich einfach den Bogen. Und ja, Bogen, da ist nichts bei. Da ist er nicht gegen schwach. Probieren wir mal Trade Winds. Auch nicht. Schade eigentlich. Strong Shot, aua.
Ja, dann nutzen wir lieber die Chance und breaken ihn. Und siehe da, jetzt ist er wieder gebroken. Gebrokene Gegner kriegen auch doppelten Schaden. Allerdings zählt hierbei die Schwäche nicht mehr. Also Schwäche zählt tatsächlich im Voraus, also wenn insofern die Gegner noch Shield haben. So treffen Attacken, gegen die Gegner schwach sind, mit der 1,3-fachen Stärke. Sobald sie gebroken sind, so wie jetzt, alle Skills mal 2. Oder alle Attacks. Nutzen wir das doch glatt aus und attackieren einfach viermal. Boom. So, und wir kriegen ein paar XP und kein Item. Sehr schade. Aber naja, so ist das manchmal. Wir greifen eine Healing Grape und laufen erstmal weiter. Gucken, was wir noch so hier entdecken können in diesem schönen Diorama. Oh, es ist beautiful. Und das ist nicht so beautiful. You were caught by surprise. Das heißt, ich kriege erstmal 2 Attacken ab. Aua. Aua. Und im nächsten Run auch nochmal erst. Aua. Aua. Doof. Einer der beiden ist schneller als ich im nächsten Turn, also greife ich den zuerst an. Und break ihn. So, jetzt habe ich natürlich die Problematik, dass ich mich mal ein bisschen heilen sollte, weil ich nicht so gut drauf bin. Okay, das war vielleicht ein bisschen Overkill. Ich hätte ein bisschen warten können. So, jetzt kommt der zuerst. Ich könnte ihm jetzt aber schon mal seinen Zug wegnehmen. Und damit zumindest dieses Mal vermeiden, dass ich getroffen werde. Jetzt sollten wir aber auch so langsam zusehen, dass wir ein bisschen Damage machen, damit die immer rauskommen. Und den breaken wir. Kampfmusik übrigens auch sehr schön. Ich genieße das sehr. Gucken wir mal, was ein Level Max Trade Winds so bringt. Wow, 319 Schaden. Schon mal nicht schlecht. Mhm. Und wir leveln. Sehr schön. Keine Items, aber ein Level. Das nehmen wir gerne mit. Also wie ihr seht, auch die Kampfmechanik, das Kampfsystem von dem Spiel, klassisch rundenbasiertes JRPG-System irgendwie, aber mit einem Twist. Wer Bravely gespielt hat, wird sich so ein bisschen dran erinnern. Ach, guckt mal, da haben wir hier einen Gegner mit einem Doppelshield, quasi, also 2 Shield Points. Ich weiß noch nicht, ob Speer überhaupt zu seinen Schwächen gehört, deswegen testen wir erstmal. Aber ja. Hide and Shell. Ah. Okay, unser Gegner hat sich gerade gebufft. Das finde ich mittelmäßig. Ich will aber mal ein bisschen rumprobieren, gucken, wogegen er noch so schwach ist. Ich probiere mal all meine 3 Sachen wieder aus. Aber nur die Speere scheinen wirklich gut gegen ihn zu sein. Body Bash. So, ich habe wieder ein bisschen, ich gehe davon aus, dass Hide and Shell irgendwie, ja, seine Verteidigung in irgendeiner Form und Weise stärkt. Das sieht man dort auch. Das sieht aus, ja, Physical and Magical Defense, ne? Man sieht ein kleines Schild mit einem Stab dran und ein kleines Schild mit einer Faust dran. Ich nutze die Zeit und break ihn erstmal. Er behält seine Buffs und das noch für 2 Runden, wenn ich es richtig lese. Das bedeutet, wir nutzen einfach den Break aus und bashen einfach ein bisschen auf ihn rum. Aua. Und jetzt seht ihr, warum es sich lohnt, vielleicht manchmal ein paar Battle Points so aufzuheben. Jetzt attackiere ich nämlich einfach 2-mal und siehe da, Shield broken. Ich kann sofort wieder das ausnutzen. Jetzt werde ich es aber nicht tun, damit ich ein bisschen die Punkte hier sparen kann. Spots. Er ist broken und sogar ganz broken. Keine Items, leider kein Level, schade drum. Ich muss noch nicht heilen. Ja, aber genau, wer Bravely gespielt hat, ja,
jetzt komme ich wieder darauf zurück, der wird sich an das System erinnern. So ein bisschen zumindest. Es ist in einer gewissen Form und Weise ähnlich. Bei Bravely Default war es auch möglich, quasi Brave Points zu sammeln und somit weitere Züge aneinander zu reihen in einer gewissen Form und Weise. Man hat, das ist hier sehr ähnlich, aber nicht komplett ähnlich. Besonders wenn man auf die Skills, an die Skills denkt, weil diese einfach nur ja, gelevelt werden, aber nicht öfters treffen. Bei Bravely hat man tatsächlich ganze eigene Züge quasi gemacht. Man konnte also quasi zweimal attackieren oder man konnte den einen Punkt benutzen, um zu attackieren, den anderen, um zu heilen, sowas in der Art und Weise. Also man konnte tatsächlich, man war nicht auf eine Attackensequenz beschränkt in dem Fall. So ist es hier natürlich nicht. Das heißt, ich kann hier, es ist immer noch eine Aktion, die ich mache, die ich allerdings verstärke. So, ich bin mal ein bisschen... Genau, eine Sache, die sie zur Demo geändert haben, ist, vorher war es quasi möglich, die Gegner mehr oder weniger komplett auszuschalten. Weil nach dem Break, in dem Zug, in dem sie wieder erwachen, sie quasi auch hätten als letztes dran sein können. Diesmal agieren die Monster scheinbar immer vorher. Was dafür sorgt, dass die nicht ganz in einer Disadvantage sind, sag ich mal. Weil das war vorher wirklich... Also man konnte quasi Gegner komplett stilllegen. In der Demo. Natürlich auch eine nette Sache, wenn man so Taktiken und ähnliches bedenkt. Aber jetzt ist das Break-System nicht so Overkill. Also das war schon ein bisschen sehr heftig in der Demo, in der alten... ja, ich erreiche gerade nicht sonderlich viel gegen dieses Hermit Crab Ding. Hermit Conch. Aber naja. Oh, und ich habe leider, weil ich jetzt gerade einen Skill benutzt habe, natürlich keine Punkte gesammelt. Das war ein bisschen dumm. Aber. Tja. Ich level trotzdem. Und das gefällt mir. Wir gucken weiter. Hier wird es nach unten gehen. Da ist ein Save Point. Ah, okay. Haha. Ich muss auch unten entlang. Und siehe da, ein Gegner. What to do? Gute Frage. Das ist ein neuer Gegner. Auch mit zwei Shield Points. Ich probiere es mal aus und hab direkt Glück. Ich kann weiter testen. Ich probiere mal meinen Bogen aus, der immer einen doppelten Schaden gemacht hat. Ich kriege einen Poison Arrow. Das gefällt mir weniger. Wir breaken ihn nochmal, aber ich sehe... Oh Gott, Poison macht guten Schaden. Das wollen wir nicht. Was haben wir denn? Herb of Light, Herb of Light, bla bla. Bottle of Poison, das ist Fixed Poison. Ich bin ein bisschen verwirrt, weil ich leider nichts habe, um... das gefällt mir gar nicht. Dann kämpfen wir erstmal mit den Poison weiter. Ich probiere mal Trade Winds aus und besiege meinen Gegner. So, ich hoffe ganz ehrlich, dass Poison sich nicht auf mich... Ah, okay. Ich bin nicht poisoned. Das heißt, die Statusveränderungen verschwinden nach einem Kampf. Das gefällt mir jetzt, weil ich gerade nichts hätte, um das akut zu heilen. Eine Healing Grape. Ich muss mal eben... Sieht momentan soweit gut aus. Oh, was haben wir denn hier noch so? Ich guck mal eben noch mal einmal. Mich interessiert nur einmal das Journal. Und wie ihr seht, es ist ordentlich was dazu gekommen. Sehr detailliert, wie es aussieht, weil es wirklich Kleinigkeiten sind, die hier hintereinander stehen. Ja. Da ist mein Save Point. Ich speichere. Sehr schön. Save successful. Und gleich ein Gegner. Wunderbar. Genau. Genau. So, wir müssen mal eben gucken. Und
das ist wieder der Fliegegegner hier, den ich eben hatte. Und wir verwenden einfach mal weiterhin... Ah nee, das ist sogar den, den wir als erstes hatten, nicht den, den wir gerade eben hatten. Also erkennbar an dem roten Detail, was er am Hintern hat, scheinbar. Ich will mal gucken, ich möchte etwas collecten und ich collecte ein bisschen Geld. Das Geld können wir gut gebrauchen, denke ich. Ihn einfach breaken, würde ich sagen. Das ist eine ganz einfache Frage, Tresser, die ich gut beantworten kann. Ja, so sehe ich das nämlich auch. Wir tun das, indem wir ihn mal zweimal hier pieksen. Ja, und wie ihr seht, ich habe keinen Battle Point jetzt gekriegt, weil ich halt meine jetzt letztes Mal verwendet habe. Also tue ich es mal diesmal nicht. Und sammel. Und ich sammle ein bisschen weiter, oder auch nicht. Ein bisschen trainieren tut gar nicht schlecht. Und wir lösen die Cutscene aus. Hey. Ahoy there, me hearty. Oh Gott. Ja, das sieht so aus, als würden wir für Trouble looken. No, sir. Ein bisschen schmeicheln. Oh. Wine! Yay! Da freut man sich doch. Ja, the captain says will be happy to see this. Eindeutig, ja. Bottoms up. Ja, da freut sich Tresser. Ich habe das Gefühl, dass das eine gute Idee ist, aber auch irgendwie nicht. Aber wir werden es gleich sehen. Tja. Ja, yeah, ain't that the world, the way the world works, ja. Captain Leon Bustrell. Okay, der wird vielleicht noch irgendwie Relevanz haben. Könnte ich mir vorstellen. Taking what he wants, ja. Yeah. Captain, Captain. Oh man. Ja, just the first mate, ja. Es geht wieder los. Ja. Ja, das haben wir gesagt. Wine. Oder eher besser gesagt. Yay! Also die beiden, die, also die sind auch sehr, sehr grün, oder? Also, ja, wir kriegen einen coolen Wein geschenkt, den trinken wir erstmal, richtig geil. Cheers. Ja, cheers. Auf euch. Yay, Pirate Party. Let's go. Ja, Covered Ops, auf geht's. Wir bewegen uns mal rein. Ja, Caves of Maya. Oh, guckt euch das mal eben bitte an mit dem Detail, dass sie jetzt eine Lampe dabei hat und auch, dass den Hintergrund schön beleuchtet, dass es Lighting ist. Großartig. Ja, sind wohl alle Goody am Schlafen. Es ist sehr, sehr schön, wenn man das hier so sieht. Hier, das Lighting ist klasse, toll. Ich kann mit dem jetzt nichts anfangen. Ich kann hier hinten in der Ecke ein bisschen rumrennen und mir diese Kiste dort gönnen. 1000. 1000 finde ich gut. Okay. Dieser gute Kollege ist drei Züge am Schlafen. Ich habe das Gefühl, dass es vielleicht sein könnte, dass ich ihn aufwecke. Wir probieren es aus. Ja, und meine Befürchtung war richtig.
Tja, dann muss ich's wohl so machen. Aber glücklicherweise ziehen Bögen gut. Wir probieren mal auch trotzdem Trade Winds mal aus. Nope, gegen Wind sind die nicht wirklich vulnerable. Ich kriege noch ein Aua ab, aber mal ganz im Ernst, wir nutzen jetzt unsere... Wir nutzen das mal richtig aus hier. Bats, 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 bats. Das dürfte auch gut wehgetan haben. Ich krieg trotz... Oh, oh. Ich krieg auch ein bisschen aufs Maul. So ist es nicht. Nee, das ist falsch. Das wollte ich nicht. Ich möchte gerne ihn nochmal mit meinem Bogen abschießen. Wir nutzen einfach mal den freien Zug, den wir haben. Und benutzen eine Healing Ray. Und wir kriegen nochmal Double Step. Aua. Ich möchte gerne ein bisschen collecten. Chance of Success 99. Ja. Ein bisschen Geld kann nicht schaden. Boing. Ach, mit dem Break gleich gekillt. Ah. Und wir leveln nochmal. Schönes Ding. Ein bisschen noch forschen. Aber es sieht nicht so aus, als könnte ich hier noch irgendwie großartig irgendwas rausholen. Also bewegen wir uns nach unten. Da ist noch eine Kiste und noch ein Pirat. Das sieht einfach nur schön. Also mir gefällt das richtig. Oh, eine Snake. Mhm. Und sie mag keine Speere. Das gefällt mir. Und sie mag aber Bögen. Scheinbar. Aua. Ach, schon wieder gepoisoned. Eieiei, nicht so schön. Versuchen den Kampf möglichst schnell zu beenden. Ah, aber siehe da, mir fällt gerade etwas auf. Wenn man oben rechts guckt, ein Turn Poison noch. Scheinbar. Und, aua. Ja. Poison geht also nach einer Zeit weg. Boing, 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 boing. Nochmal schön 200 Schaden gemacht. Das interessiert die Snake weniger, aber uns auch nicht. Aha. Job Points. You can now learn new skills. Select skills, learn skills. You can acquire. Okay. Das wollen wir doch gleich mal uns angucken. Aber nicht mehr jetzt. Nein. Ich werde hier die Episode beenden und sehe euch dann zur nächsten Episode wieder. Bis denne!